So, da sind wir und weiter geht es mit Stray, yes. Mit dieser wunderschönen Aussicht geht das weiter. Ameisendorf. Direkt fängt das neue Kapitel an. Ameisendorf. Aha. Diese Maschine, der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat so ein Gerät benutzt. Er war krank, das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen, aber ich war nicht bei ihm. Er war allein. Was hatte er vor? Er lud sich selbst in den Computer hoch und dann war alles anders. Aber beim Hochladen ging etwas schief. Er saß für hunderte von Jahren fest, bis eine kleine Katze auftauchte. War es? Es war? Ich war es. Ich war der Wissenschaftler. Was? Du? Ich war ein Mensch. Was? Ich brauche einen Moment. Der hat sich selbst in den PC hochgeladen? Leid, ich brauche einen Moment. Mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Okay, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich kann jetzt mit allen nicht reden, oder was? Okay. Sorry, ich wollte nur gucken. alles klar. Kann ja mit euch jetzt nicht reden. Das kannst du machen. Gut, wenn die nicht mit mir reden, dann klettern wir weiter hoch. Wir müssen eh in die Richtung. Wir müssen ganz nach oben. Da riecht es oben nach Freiheit. Was habe ich noch alles vergessen? Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte die Stadt öffnen, aber gibt es hier überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ehrlich gesagt. Schaukeln. Es geht weiter nach oben. Da geht es. War da eben noch so eine Leiter? Hier geht er nicht mehr hoch. Gehen wir hier so. Da war doch nur so eine Leiter. Kannst du die nicht mal benutzen? Wieso benutzt er die Leiter nicht? Dann eben nicht. Aha. Alter, ist das krass, echt. Was ist das?
Da fliegt die Katze aus dem Bildschirm. Ey, weißt du nicht, dass man einen Nächsten nicht bei seiner transzendentalen Meditation stören sollte? Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als wir vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außenweltler. Ach, das ist der, ne? Der Z. Balthasar. Ah, okay. Du kennst Momo und Doc, also bist du bereits mit uns Außenweltern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden und Clementine. Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen kann. Hier, für dich. Ich habe diese Adresse auf der Rückseite dieses Bilds geschrieben. Neuer Gegenstand. Okay. Bild von Clementine. Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Das sollte für ein geschicktes Kerlchen wie dich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt, und jetzt sieh dir an, was von mir übrig geblieben ist. So vieles ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerungen wiederherstellen und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen oder weiter ins Stadtzentrum. Ein Schild mit Sackgasse, cool. So, was seid ihr für welche? Dieses Essen ist wirklich grässlich, aber etwas anderes gibt es hier nicht. Wenn ich weiter diesen Müll in mich reinfresse, muss ich mir das Frontgehäuse abschrauben. Okay. Du sagst irgendwas? Man nennt mich der Blechkoch, wenn ich... Denn ich habe mich auf das Upscaling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot, Ramen J45 mit meiner geheimen Zutat. Ja, okay. Okay, der Eimer, der bringt uns jetzt ganz nach unten. Können wir mit den Leuten da auch noch reden? Was seid ihr denn? Für welche? Hallöchen, es ist schon lange... Es ist schon so lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer diesem verdammten Zirkus natürlich. Stell dir vor, wir konnten uns ihre Kraft nutzen machen. Sie in ein Rad oder so laufen lassen. Was für ein verschwendetes Potenzial. Genau, da sagst du was. Wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine. Ich hätte auch gern alles erforscht wie sie, aber die Erwachsenen haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Okay. Zugs überall, genau. Dann wart ihr das noch? Sagt jemand, dass Tatsächlich drauf programmiert, um bei diesem Spiel zu gewinnen. Okay, die erzählen nur sowas. Marie, was sagst du? Statistisch gesehen hätte ich mindestens 8-mal gewinnen müssen. Okay.
Wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? 900 Schattierungen. Sag's niemandem, aber ich kriege gerade mein eigenes Farbton. Ich nenne ihn Müllbraun. Okay. Ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Erinnert mich an ein Badezimmer. Ich kann mich nicht riechen. Wie schade. May ist die konstruktivische Phase, wie sie sagte. Ich bin sicher, dass sie eine große Künstlerin werden wird, wenn sie nur woanders üben könnte. Okay, das war jetzt alles. Das waren die auch, ne? Den haben wir geredet. Unten waren auch keine mehr. Oder waren unten nur welche? Da war so ein Gärtner da unten, aber da kommen wir jetzt eh nicht dran irgendwie. Okay. Du, 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 du. Ach, da kann man auch hoch. Lila Pflanze. Eine lila Pflanze. Genau, geh einfach mal hoch. Redest du irgendwas? Das beruhigende Geräusch von fallendem Müll, schimmernden Wasserfall, keine Gefährten. Es ist ein herrlicher Ort, um an Heimatgedichten zu arbeiten. Hör mal zu, du mächtiger Beton. So sagt der mich in seinen Schoß stützt, sollst du auch sein Grab. Ist dir das zu feierlich? Clementine war die einzige, die meine Gedichte mochte. Sie fehlt mir. Okay, das haben wir gehört. Ja. Hier geht's irgendwie nicht hoch. Das war der Balthasar. Geht's denn hier hoch? Da geht's einmal darüber, da will ich gucken. Was? Es geht ja nicht darüber. Da ist anscheinend auch nichts. Okay. Das war knapp. Okay, ich verstehe. Wir müssen darüber. Ah, was bist du für einer? Malo. Hallo Kleines, wie geht's dir? Wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Ich habe eine riesige Sammlung davon. Willst du sie sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Mir fehlt eine gelbe Pflanze, eine rote und eine lila. Aha. Lila haben wir schon. Wenn du nur einer der kleinen flink ist, sie ist für holen könnte. Okay. Du sagst auch was? Ist langweilig. Tante Clementine hat hier früh Unterricht gegeben. Sie hat eine Menge coole Sachen gelernt. Eine Menge coole Sachen. Okay. Hier geht's wieder irgendwo runter. Hier waren wir doch eben. So, Latten. Okay.
So, wieder hoch. Mehr gibt es hier oben nicht. Doch, natürlich gibt es hier. Muss man nur noch den Aufzug nach oben nehmen. Gehen wir mal auf die andere Seite. Was habe ich jetzt gemacht? War das richtig? Also ist das richtig oder bin ich jetzt zu früh hier? Schau dir, das ist eine U-Bahn-Station. Ich hatte ganz vergessen, dass es hier diese Art von Transportmitteln gibt. Man konnte überall damit in die Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. Ich erinnere mich, ich habe das für sie getan, aber jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist schon so lange her. Sie wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit den allen paar anderen passiert? Jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Lasst uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr, das könnten wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns in die richtige Richtung weisen. Okay, es fühlt sich jetzt so an, als ob wir da jetzt nicht alles gesehen haben. Und als ob es jetzt das nächste Kapitel ist, irgendwie. Aber vielleicht war das ja auch richtig. Ha. So, in die U-Bahn. Alle Knöpfe nur noch dran. Alle Knöpfe nur dran. Ist cool, eine Katze zu sein. Vorsicht. Metro ist aufgrund der Pandemiebeschränkungen geschlossen. Bitte nicht betreten. Jeder Verstoß gegen die Regeln kann in einer schweren Gefängnisstrafe führen. Ledok. Gegenstand. Bild von Clementine. Was? Es gibt so viele Bücher. Das Vermächtnis des
Tuning-Taste, die Ethik des künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder, hatte ich an der Bibliothek. Ich erinnere mich, dass nicht so gut war wie dieser Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Es war ein Gefühl fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Redest du jetzt mit mir? Nein. Okay. Was? Ach du Scheiße, ist das jetzt hier die Stadt? Sind wir jetzt in der Stadt angekommen? Ich hätte dir schon fünfmal gesagt, Josh, dass du nicht rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hey, so einen Roboter habe ich schon noch nie gesehen. Du siehst ja flauschig aus. Oh, es gibt ein Mädchen, das auf diesem gesuchten Schirm gezeigt wird, richtig? Achso, die wird gesucht? Sollte es jemand anders fragen? Ich bin hier zu sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Aha. Ach, die wird gesucht. Keine Sorge wegen des Mülls. Die Neko Corporation kümmert sich um alles. Krass, die Farben, Alter, echt. Voller Farbenflash. Was machst du da? Ihre Identität bitte. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und Tributen. Du? Bitte lass mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. Aha. Wir müssen zur Residenz. Zugang zur unteren Ebene ist aufgrund der organischen Lebensgefährlichkeiten eingeschränkt. Bitte aus diesem Bereich fernhalten. Gesucht, Clementine, Unruhestifter, Außenweltler, rebellisch, bitte jegliche Sichtung melden. Über diese Rebellen. Wow, wow, Stadtzentrum, wir sind im Stadtzentrum, ne? Krass, echt. Alles klar, wir machen hier ein Päuschen und es geht gleich weiter. Ich sage danke und bis gleich. Ciao.